herzlich willkommen zu unserem Thema gesunde Routine. Heute mal die Habit Scorecard, also deine Routinen mal festlegen, mal checken, sind schlechte Gewohnheiten gute? Optimal wäre da einfach mal über einen Zeitraum von einem Monat, also 30 bis 31 Tage, einfach mal zu notieren. Alles, was du so machst, was sich wiederholt und dann vielleicht mal checken, ist es gut, ist es schlecht? Wie fühlst du dich damit? Fühlst du dich damit gut? Fühlst du dich damit schlecht? Unterbricht seinen Alltag, fördert seinen Alltag. Einfach mal das Notieren über eine Zeit, um rauszufinden, was für dich deine beste Routine ist. Und dazu kannst du weiter gucken bei uns. Wir haben noch viele weitere Videos für dich. Hier unten auf den Link einmal. Und gerne einen Like, Daumen hoch, uns abonnieren und dass du die Infos auch wirklich bekommst, gerne die Glocke aktivieren. Danke, tschüss.